und willkommen zu unserem neuen Video. Erster Tag am Gletscher 2020. Anfang Oktober. Oktober, scheiße, ja. Sind wir einer von den ersten Oktobertag. Richtig cool. Uns gefreut es voll. Ganz was anderes, wenn wir die Skisaison, also lifttechnisch, früher beenden müssen. Wir waren dann viel am Weg in der Quarantäne, viel aufgestiegen, viel Rad gefahren, aber kein Lift mehr gegangen. Leider. Und ist jetzt super. Also wir genießen jetzt. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das so ist. Genau. Also bis jetzt merkt man gar nicht so viel Unterschied. Ich meine, klar, unten vor der großen Gondel mit Masken anstehen, aber ansonsten ist es echt ziemlich normal. Sehr gut gemacht haben sie es aufteilt von den Gondeln. Sie managen das ganz cool. Das Flair ist auch da für uns so die Überlegung. Gehen wir heute überhaupt Skifahren, weil es ist ja schon ein bisschen Flair, auch die Freiheit und einfach so und macht Sinn. Bis jetzt super. Und wir werden einfach so dann die Spitzenzeiten werden wir meiden. Also da werden wir alternativ uns ein bisschen bewegen. Und das Fatbike bringt dann Fatbike und so Sachen, genau. Und unser Card geht ja bis Ende Mai oder Mitte Mai 2021. Da haben wir die Möglichkeit, dann immer noch einfach da rauszukommen. Haben wir gesagt, das machen wir sicher, den Spaß nehmen wir uns nicht. Und wenn wir schon mitten in die Berge gehen, dann nicht. Genau. Und jetzt zeigen wir euch mal ein bisschen, wie es hier im Skigebiet Stubai im Moment so aussieht. Volle Show. Erste Runde war ziemlich geil, macht schon wieder voll Spaß, kann man nichts dagegen sagen. Übrigens noch ein kurzer Nachtrag zur GoPro 9, die hängt sich dauernd auf. Also die macht vielleicht die besseren Bilder, aber ich bin am überlegen, ob ich sie behalten soll, weil die hängt sich laufend auf. Ich ziehe jetzt Ich glaube, das ist ein Emo, die hängen sie auch auf. Aber wenn sie es jetzt so selber schneidet, dann macht sie Videos auch selber. Ja, na toll, ohne dass sie was aufgenommen hat. Aber ja, aber Gletscher auf jeden Fall echt Bombe. Geil.
Winter wie Sommer und Frühling wie Herbst, Jauchenpause, ist immer wichtig. Brezen und Landjäger. Seine Amis. Und Brot zwischen. Und nachher ein Kaffeeteil. Und dann ein Kaffee, ja. Jetzt mach's ein bisschen zu. Läuft schon. Ja. Berrywurst. Ja, geil. Mann. Wahnsinn, echt gut. Gar nichts los. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Und jetzt sind wir 3 Stunden gefahren. Von 8:30 bis um 1. Ah, länger noch. Ja, gut. 2 Stunden. Hä? Na, eine. Ja. Warte, ne? Ey, da rechnen wir gerade nicht aus. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall noch Radl fahren. Ja, genau. Jetzt geht's weiter, jetzt fahren wir euch. Und Sattel um, das heißt andere Schuhe. Und einen Helm, andere Jacken, andere Hosen, andere Handschuhe. Eigentlich alles wird das anders. Anderes Fahrzeug. Und keine Schiebe, ein Sportgerät und fahren zu den Elfa-Trails aus, also nach Neustift. Schauen wir, wie es da weitergeht, ob wir das noch kriegen. Bei uns erübrigt sich heute auch die Frage, ob wir noch jemanden mitnehmen würden. Weil die Ski müssen ja auch noch rein und dann bleibt kaum mehr Platz. So, da, jetzt sind wir da beim Elfa und da geht's auch schon rauf für uns, gleich mit der Gondel. Einer kann es schon kaum mehr erwarten, der ist schon fröhlich beim Tricksen. Bist bereit? Ready. Schaut gut aus wieder, ja? Fühle mich wohl. Ich habe schon gemeint, die Kusen immer nach der Wintersaison. Ist ja oft so, wenn man die ganze Zeit nur Ski gefahren ist, den ganzen Winter, dann steigt man auf Radl runter. Aber nein, passt. Läuft, ja. 4 Stunden Skifahren und schon ist er verwirrt. Mal oben und uns hat uns gleich so ein mega Panorama erwartet. Mit den angeschriebenen Bergspitzen sieht es echt ultra schön aus.
Petra Schöpfu. Aber wo Dorf muss jetzt. Geil da oben, oder? Ach, also das tut mir heftig. Jetzt bist du nervös? Nervig alles, nicht? Wow. Geil da, oder? Gardasee. Ja, war schwer der Sprung, ha? Das da unten flasht mich jetzt immer so. Nach erfolgreichem Ritt stehen wir wieder da beim Waschen. That's it. Zurück zur Wäsche. Wir kriegen nur einen Kaffee wahrscheinlich. Und das Tag ist schon wieder um. Aber war echt bis jetzt richtig cool. Einen Kaffee nehmen wir echt um. Bleibst du? Und schon haben wir eins gefunden, einen Kaffee.
ganz nah am Parkplatz. Mega Victoria. Geil. Schaut mal, wie viel Milchschaum. Total. Ja, so gesehen ist die Vicky auch noch dabei. Da hinten parkt der Bus übrigens. Und der Martin schaut gerade unser neues Red Ink Video an. Weil der kennt das Geschnitten ja noch gar nicht. Haha. Welches ist es denn? Lavarella. Mhm. Berge Norwegen. Oh je. Und, Kaffee-Chai? Sehr gut. Warmer Milchschaum. Ganz richtig für die Bettler. Ja.